So, herzlich willkommen zum 100 Abonnenten Special. Vielen Dank für 100 Abos, wir freuen uns sehr. Und deswegen wollen wir euch heute ein kleines Dankeschön geben in Form von einem What's on my iPhone oder einem Was ist auf meinem iPhone. So, mein iPhone ist ein iPhone 4 mit 16 GB. So, und wenn wir dann mal reingehen und mal auf die erste Seite schauen, da sehen wir, dass hier ganz normal die Standard-Apps sind, Einstellungen, Kalender, Kamera, Telefon, Kontakte, Fotos, Videos, Karten, Erinnerungen, Notizenuhr, iTunes Store, App Store, Mail und Mailbox. Mailbox, das ist einfach eine Mail-App. Dann geht es hier unten weiter mit Spotify, ja, und wieder normale zwei Apps und dann einmal WhatsApp, was eigentlich, glaube ich, mittlerweile jeder hat. Dann geht es hier weiter mit Twitter, ja, ab und zu schaue ich da auch rein. Wunderlist, eine super To-Do-List, die habe ich hauptsächlich, weil ich mit diesen Erinnerungen von Apple nicht so ganz zufrieden bin oder war. On Air, die Fernsehzeitung, Entschuldigung, Instagram habe ich vergessen, Instagram, natürlich Instagram. On Air, die Fernsehzeitung, dann die Facebook-Seiten-Manager-App. Ja, wer eine Facebook-Seite hat, der kann auf diese App nicht mehr verzichten. Dann Tipico Sports, ja, ab und zu mal ein bisschen auf die Sportwetten wetten. Auf die Sportergebnisse wetten. Dann die ZDF Heute App, super für Infos. Facebook Messenger, Facebook, klar. Mein Mitteilungsblatt, das ist für unsere Region hier so ein kleines Nachrichtenblatt, würde ich sagen. Face Fusion, eine coole App, damit kann man Gesichter zusammenschmelzen. Photoshop Express, ja, der Photoshop fürs iPhone. Dann Dots, ein cooles Spiel, seht ihr auch demnächst hier auf diesem Kanal. Genauso wie Colorbind. Dann Roadbike, das ist die Fahrrad-App von Runtastic, falls euch das was sagt. Der Joggen-App, die kommt glaube ich auch noch. Und Sprinkle, auch eine schöne App für zwischendurch. Dann hier oben im Apple-Ordner, sage ich immer mal, ganz normale Apple-Dienstprogramme. Hier oben nochmal vier Apple-Programme. Dann geht es hier weiter mit der Media Remove. Wir haben einen Fernseher von Sony, damit kann man das dann steuern. Hier die Runtastic-App, Pro sogar, dann My Revenue für die Google Analytics, dann Shazam und natürlich iButtons. Hier sind einfach nur noch ein paar Webseiten gespeichert. Dann hier unten die iLiga-App für jeden Fußballfan ein Muss. Dann die BFV Mobile-App, also der Bayerische Fußballverband lässt grüßen. Dann natürlich eBay, Amazon, GMX, Mail, McDonald's für die Gutscheine und die DHL-App, um zu schauen, wo das Paket gerade ist. Dann gibt es hier natürlich noch QuickGraph für die Schule, das ist ein bisschen leer der Ordner, da waren wir ein bisschen mehr drin. Dann hier die ZDF-Mediathek, iFun, Uilob, super App zum kostenlosen SMSen schreiben. Dann YouTube natürlich, Google Maps und die hier leert irgendwie gerade runter. Dann auf der nächsten Seite haben wir hier mein Mobilcom Debitel, mein Anbieter. Dann Sparda Bank, iSafe Pro, Handyticket, super Sache für Nürnberg und Umgebung. Genauso wie die VGN-App, dann Regenradar, Scan, Barcode, Quickscan, ist das gleiche. Dann Dropbox Everyday, also jeden Tag ein Foto machen. Und natürlich noch die App AppTicker. Und hier hinten haben wir dann noch Cliff Diving, Football und iSlash, ein paar Spiele zwischendurch. Das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Überblick gegeben. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder hier bei iOS-Tipps. Und nochmal vielen Dank für die 100 Abonnenten.